alle drei gleichzeitig gebohrt mit einem Bohrer. Das sind Maschinen. Servus, wir sind wieder hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, hallo. Heute werden wir beim Kabel einziehen, ist es immer wichtig, das Kabel einzuziehen. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Jetzt geht es weiter mit Steinwolle stopfen. Jetzt ist hier alles fertig verkabelt. Man muss nicht mehr dazu. Falls man dazu muss irgendwann, ist es zwar ein Aufwand, aber man kann diese Kästen dann wegschrauben, die herkommen. Man könnte dann im Nachhinein noch etwas ändern. Hier werde ich da hinten werde ich so Reste einstopfen, die mir übergeblieben sind. Denn hier glaube ich schon, dass das eine Kältebrücke sein wird, was nass wird. Eventuell entstopfe ich das von beiden Seiten aus und dann mache ich diese Wände hier zu. Da reiße ich mir eine 10er Steinwolle so auf dünnere Scheiben herunter und dann so lange hinein, bis es hoffentlich drüben herauskommt. Ihr müsst sagen, wenn es drüben kommt. Okay, ich habe gedacht, es kommt schon und ihr sagt nichts. Ich glaube, das kommt nie raus. Aber da gibt es ja natürlich einen Trick, man nimmt eine Latte. Natürlich könnte ich auch von drüben, aber so bin ich mir sicher, dass auch in der Mitte genug Material ist. Das war jetzt mal die letzte Platte Steinwolle. Hallo? Letzte Platte Steinwolle ist drinnen. Jetzt kommt das Kästchen, das erste auf dieser Wand. Wichtig ist, unten die Kante muss sauber sein, dann steht es schon mal in der Waage auf. Dann kann nichts mehr schief gehen. Dann unten messe ich 4 cm raus, das habe ich bei den anderen auch gemacht. Gebohrt wird bei 5. Hier 4 cm, hier habe ich Luft, genau. Hallo, hallo. Und jetzt ist das unten mal in der Waage, das heißt von hier oben gesehen ist es in der Waage. Jetzt muss ich nur mit der Wasserwaage schauen, ob ich so passe. Und da passe ich auch. Das ist hier herinnen, dann werde ich hier Platten beilegen, damit es anliegt. Werde vorbohren und anschrauben. Jetzt hole ich mir den Ausgleichskübel. Jetzt habe ich den Ausgleichskübel hier. Passt. Vorbohren und anschrauben. Jetzt habe ich das so vorgebohrt, habe seitlich Blättchen hineingegeben in diesen Spalt hier. Und jetzt kann ich das eigentlich anschrauben. 3 Stück Schraube. Da hole ich mir sicherheitshalber eine Schraubenzwinge. Jetzt kann ich das anschrauben. Noch eine Kontrolle, ob das so passt. Passt. Jetzt kann ich die anderen auch anziehen. Hier ist der Spalt größer. Jetzt habe ich längere Schrauben nehmen müssen. 6x100er, sonst komme ich da nicht herein. Und zum Ausbackeln ist natürlich dann mehr. Die Waage passt, das habe ich schon kontrolliert. Jetzt gebe ich einfach hier diese Backel hinein und ziehe mal leicht an. So, wenn es leicht angezogen ist, dann halten wir die schon. So, Kontrolle, wo ist die Wasserwaage? Keiner verlässt den Raum, sagt man, wenn man die Wasserwaage nicht findet. Es hat sich jetzt ein wenig verzogen. Jetzt sollte die Wasserwaage passen. Ja, passt. Und so packe ich jetzt alle aus und dann mache ich den nächsten
Und dann kommen die Platten oben, die werden so verschraubt und hier mit 2x2 Leisten von der Greifix so von der Seite ganz geheim hinein. Das ist eigentlich alles relativ einfach und am Schluss schaut es kompliziert aus. Die Kästen habe ich jetzt alle angeschraubt, versteckt, dass man nicht sieht. Jetzt fehlen noch hier oben die 2x2 Leisten. 2,5x2,5 haben sie. Die werden hier angeschraubt überall, damit ich dann von hinten die Blenden oben anschrauben kann. Vielleicht kann man hier einen hier steht sie. Vielleicht ein Applaus für die Bohrmaschine. Die schraube ich alle etwas zurückgesetzt an. Denn dieses Holz ist ja nicht im Winkel. Und gleich vorbohren für die Schrauben, die hinten hinkommen. Also mit denen ich die Blende anschraube. Da bohre ich so schräg vor, dass ich dann schön dazu kann. Und da gebe ich gleich Schrauben hinein. Das Kind, jetzt ist es etwas schwer. Als nächstes werde ich mir hier ausmessen, wie tief die Leibung gehört beim Fenster. Und das werde ich dann vielleicht ein wenig vorspringen lassen bei der Verkleidung, also bei der Verblendung, die hierher kommt, bei der Wandverdefflung. Es gibt so viele Wörter für alles. So, hier habe ich 10 cm, 9,9. Also gehen wir von 10 aus. Und oben wird es natürlich gleich sein. 9,9 und 10. Also gehen wir von 10 cm aus. Dann kommt aber noch diese Platte mit 18 mm. Das heißt, runden wir auf, machen wir 2 cm. Bei 2 cm sind wir auf 12 cm. Dann sind wir bündig mit der Wandverdefflung. Ich will aber ein wenig nach vorschauen. Ich glaube 2 cm, 1 cm könnte zu wenig sein. 1 cm machen wir 13 cm breit. Und jetzt messe ich mir noch aus, wie das so gehört. Und dann kann ich das schon zuschneiden und lamellieren und verleimen. 127,3. Das Lamellieren und Schleifen wollte ich euch ersparen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit so oft gesehen. Aber ich habe gedacht, das Zusammenleimen, das hat ja noch eine gewisse Spannung. Also auch für mich ist das immer wieder spannend. Hält es nicht? Ist der Leim weiß? Hat er seine Farbe geändert? All diese Fragen tauchen auf. Jetzt muss es nur noch trocknen und es ist fertig. Jetzt leime ich und schraube mir unter anderem, wie ich dazu kann, so Backel her, damit die andere Platte, aber das werdet ihr gleich sehen. Es ist etwas schwer zu erklären. Also für mich, ein anderer könnte das extrem gut erklären, aber ich mit meinen Erklärungsproblemen. So, die Platte kommt hierher und dass ich das schön einpassen kann und dagegen drücken kann, ist diese Platte hier, dann bin ich hier automatisch bündig. Und unten werde ich mir einfach eine anklemmen. Da genügt so eine Klemme. So, das werde ich hier hinten auch machen. Und oben kann ich es erst hingeben, wenn die Platten immer sind. Da schraube ich es aber sowieso von hinten an. Jetzt habe ich das hier angeleimt, habe vorgebohrt und habe Schrauben hineingegeben. Und jetzt richte ich das hier nach der Waage aus. So, jetzt bin ich in der Waage. Und jetzt ist der Bit hinuntergefallen. Bitte, liebe Platte, bleib stehen. Die liebe Platte ist stehen geblieben. In der Waage hier oben ist das automatisch, weil diese Kästen in der Waage sind.
Jetzt habe ich gleich eine zweite Platte auch raufgeschraubt, weil ich so motiviert war. Das habe ich schon angeschraubt von unten auch. Bei dem hier beim Anschrauben muss ich aufpassen, denn das ist ja hier nicht verschraubt. Das ist zwischen den zwei Balken verschraubt, das bewegt sich nicht mehr. Das ist nur hier verschraubt und hier ist es beweglich. Also hier Kontrolle 4 cm und hier habe ich 4,3. Das heißt, ich muss dieses Kästchen hineindrücken. Und wenn ich auf 4 bin, kann ich anschrauben. Passt. Und hier habe ich auch 4. Das würde man zwar nicht sehen, diese 2-3 mm, aber ich weiß es und das ist genug. So, jetzt werde ich hier messen. Die Höhe ist überall gleich, die Höhe ist genauso wie diese Teile sind. Das sollte oben und unten dasselbe haben, 25,8. Wenn es jetzt unten auch 25,8 hat, haben wir gewonnen. Unten hat es auch 25,8. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ha, das stimmt nicht, das zeige ich euch. Also, 25,8, ich hoffe, das könnt ihr sehen. Und unten auch 25,8. Ich habe das jetzt nicht geschnitten, dieses Videoteilchen, der Beweis, dass es vor Gericht quasi haltbar ist. So, das schneide ich jetzt, fräse es, schleife es, das erspare ich euch wieder und wir sind gleich wieder hier mit der Platte. So, für euch war das jetzt natürlich ein Katzensprüngchen, für mich war es ein Pferdesprung. Und dadurch, dass ich jetzt oben und unten dieses Resthölzchen angeleimt habe, kann ich das andrücken und es passt. So würde ich es nach hinten drücken und ich würde es nicht mehr nach herausbekommen, weil ich ja nichts habe zum Angreifen. Da müsste ich mir hier einen Griff montieren. Hier habe ich die Leiste, hier kann ich, ja, eigentlich gehe ich jetzt nur oben bündig. Wenn ich hier schön bündig bin, schraube ich hier an. So, hier unten dasselbe. So, jetzt kann ich messen noch sicherheitshalber. 4, 4. So, jetzt ist das hier schön bündig und dicht. Hier ist noch Luft, hier habe ich ja noch nicht geschraubt. Hier derselbe Trick. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen, wie ich verdreht geschraubt habe. Das habe ich nur gemacht. Ja. Perfekt. Und das kann sich jetzt sehen lassen. Das ist jetzt wirklich eine wunderschön perfekte Fuge. Man sieht heraus auch keine Schrauben. Das ist perfekt für Wohnzimmer und so weiter. Wenn man innen in der Kiste jetzt auch keine Schrauben will, weil das zum Beispiel in einem Wohnbereich ist. Also ganz verhindern kann man es nicht schon, aber der Aufwand wäre extrem enorm. Aber wenn man einen Großteil der Schrauben verhindern will, könnte man das zum Beispiel noch mit Lamellos einleimen, dass man quasi bei diesen Platten rundherum eine Nut fräst, eventuell um einen halben Millimeter größer, wie die normale Lamellonut ist. Dann fräst man hier in diesen Kästen einfach 3-4 Lamellablättchen hinein, gibt einen BU-Leim dazu und schiebt das Ganze, die ganze Platte hinein. Und dann richtet man es aus und verzwingt es. Aber ich will ja dazukommen. Wenn ich eventuell später Stromleitungen noch verlegen will, ist es gut, wenn ich hier herinnen aufschrauben kann. Und in der Werkstatt muss ich mir das wirklich nicht antun, dass ich hier versuche, alle Schrauben verschwinden zu lassen. Das mache ich natürlich ganz genauso wie das hier. Wird nur von innen geschraubt und vielleicht gebe ich in der Mitte ein Blättchen mit Kleber, dass es, wenn man hier anstößt, nicht scheppert. Den Strom werde ich natürlich auch durch müssen. Falls ich hineinkomme, verabschiede ich mich